Sportschulen Dresden sind nach sächsischer Schulordnung Schulen mit vertiefter sportlicher Ausbildung. Sie stehen in der Schulträgerschaft der Stadt Dresden. Besonders talentierten jungen Sportlern soll an diesen Schulen ermöglicht werden, leistungsorientiertes und intensives Training mit der Ausbildung an einem Sportgymnasium oder einer Oberschule zu verbinden. Die schulische Ausbildung endet mit dem Realschulabschluss oder dem Abitur. Der Fechter stand 1905 bis 1945 vor dem Haupteingang der Turnhalle in der Nähe der heutigen Delfrienstraße in Dresden. 1945 wurde der Fechter durch einen Bombenangriff auf Dresden beschädigt. Durch Geldspenden konnte die Statue restauriert werden und steht nun vor der Sportschule in Dresden. Die Mensa ist ein sehr beliebter Ort der Schüler, da sie dort essen, kurz entspannen und Hausaufgaben machen können. Man kann zwischen drei verschiedenen Gerichten wählen. Außerdem gibt es eine Salatbar und einen kleinen Kiosk mit Süßigkeiten. Sieht man den Schülern den sportlichen Stress an und wenn ja, wie? Ja, also man sieht den Schülern den Stress schon an. Also sie kommen teilweise sehr verschwitzt, abgehetzt. Und dann sieht man auch, dass sie mehr oder weniger schon die Zunge nach unten hängen lassen, weil sie ganz großen Durst und auch Hunger haben. Okay. Ist das Essen anders als an anderen Schulen und ernähren wir uns nach Ihren Vorstellungen? Also das Essen ist teilweise anders, weil wir also sportspezifisch kochen wollen. Aber die Kinder ernähren sich leider nicht ganz so, wie wir es gerne hätten und vor allem die Trainer bzw. die Ernährungsberater hätten. Okay. Und die letzte Frage ist, was würden Sie sich für die Mensa wünschen? Dass alle Kinder weiterhin zu mir essen kommen und auch mal auf andere Essen zurückgreifen, nicht nur auf die Nudeln. Okay. Dankeschön. Bitte. Das Internat wurde im Jahr 2002 saniert. Hier haben die Schüler ihr zweites Zuhause, die nicht aus Dresden und Umgebung kommen. Es gibt 6 Internatshäuser, in denen sich Wohngruppen mit Einzel- und Doppelzimmern befinden. Verpflegt werden die Schüler in der schuleigenen Mensa. Jedes der Häuser besitzt mindestens 2 Erzieher, die jederzeit den Internatsschülern zur Seite stehen. Leichtathletik. Rudern. Kanu. Eisschnelllauf. Volleyball. Eiskunstlauf. Tischtennis. Sportakrobatik. Fechten. Fußball. Schwimmen. Shorttrack. Eishockey. Hier sieht man das Ostragehege, wo sich die Sportstätten in unmittelbarer Nähe befinden, um die Trainingswege der Sportler zu verkürzen. Etwas weiter von der Schule entfernt trainieren die Ruderer und Kanuten an der Elbe. In der DSC-Halle trainieren die Leichtathleten im Winter und im Sommer trainieren sie meistens im Heinz-Steyer-Stadion. Die Turnhalle befindet sich auch in der DSC-Halle. Hier trainieren die Turner und Sportakrobaten. Nebenan befinden sich Tennis- und Volleyballplätze. Auf der anderen Seite ist die Eishalle zu finden, wo das Training der Eisschnellläufer, Shorttracker, Eishockeyspieler und Eiskunstläufer stattfindet. In der Flutrinne trainieren die Fußballer auf den Fußballplätzen. Die Wasserspringer und Schwimmer trainieren in der Sprung- und Schwimmhalle am Freiberger Platz.